Vor circa 4 Wochen wurden hier 2 kompromittierte Wurzeln in der Position 2,5 und 2,7 entfernt. Man sieht hier, dass es zu einer defizitären Ausheilung gekommen ist. Und wir wissen aber aufgrund des Heilungszustandes, dass der Punkt, wo wir dann letztendlich den Interlift durchführen wollen, am tiefsten Punkt der Kieferhöhle ist und der ist genau in der Mitte. Der Grund, warum ich die Schnittführung heute in dieser speziellen Situation so durchführe, wie ich sie durchführen werde, liegt einfach in der Tatsache begründet, dass wir möglichst gleichzeitig Implantate setzen wollen. Wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass wir einfach nur einen Interlift machen, dann würde ich hier ein ganz kleines Schleimhautlecken von ca. 7x7 oder 8x8 cm machen und würde das Ganze aufklappen. Nachdem wir aber Implantate setzen wollen, müssen wir natürlich die Aufklappung für einen reinen Interlift ungewöhnlich breit durchführen. Der nächste Grund, warum ich den Mukoperiostlappen sozusagen nach Buckhall wegklappe, sehr zum Leidwesen der Frau Kollegin Bauer, weil sie dadurch etwas weniger sehen wird, liegt darin begründet, dass ich auf der linken Seite von der Seite mehr Einblick habe, als wenn ich den Lappen vom Buckhall nach Palatinal wegklappe. Wäre die gleiche Situation auf der rechten Seite, dann würde ich selbstverständlich den Lappen von Buckhall nach Palatinal wegklappen, auch damit ich die optimale Sicht auf das eigentliche Operationsgebiet habe. Das heißt, wir beginnen jetzt einmal mit einer Inzision über den Alveolarkamm, und das ist auch gleichzeitig die Prüfung, ob Sie irgendetwas spüren. Hat irgendwas wehgetan? Nein. Gut. Der dritte Grund, warum wir auch hier den Lappen zwangsläufig so bilden müssen, unter Umständen besteht die Notwendigkeit, nach der Implantatsetzung hier Buckhall zu augmentieren. Und das lässt sich dann nur absolut zuverlässig decken, wenn wir die Inzision eben palatinal machen. So, das war jetzt die palatinale Inzision, circa 1 oder 2 mm unterhalb des Alveolarkammes. Und dann verlängern wir diese Inzision wieder nach Buckhall, ungefähr am Ende des Extraktionssitzes. Ganz wichtig ist auch für die Gewinnung von Eigenblut haben wir jetzt hier die letzte Chance, weil im Zuge des weiteren Vorgehens wird die Blutung praktisch vollständig zum Stillstand kommen. Und ein paar Tropfen wollen wir uns. Aha. Wir können es uns auch einfacher machen. Wir klappen schon einmal ein bisschen auf. Jetzt spüren Sie einen relativ starken Druck, gell? Mhm. Ich könnte dem Sauger im Weg stellen. Nein. Sauger ist optimal. Okay. Wir haben hier jetzt so ein kleines Reservoir und dort können wir ein bisschen Eigenblut aspirieren. Der Herr Platzfolger gibt uns zwar nicht besonders viel, aber so 1-2 Milliliter sollten sich aus dem lokalen Situs gewinnen lassen. Noch dazu ist das zirkulierende Blut, das sich in der Nähe Löcher der Strukturen oder fundibalen Periost befindet, natürlich stärker mit entsprechenden knochenbildenden Zellen angereichert als venöses Blut. Das heißt, das lokale Blut hat eine, nach den molekularbiologischen Erkenntnissen, eine höhere Osteopenie.
als es zum Beispiel venöses oder arterielles Blut hat, dass der Anästhesist oder dass man aus der Vene abzapft. Man würde sich natürlich auch hier wiederum leichter tun, wenn man das Piezodon zur Präparation einsetzt. Nur dann kommt die Blutung ziemlich schlagartig vollständig zum Erliegen und ein bisschen Blut brauchen wir noch. Ja, warum zapfe ich das Blut ab? Ich möchte dann das Knochenersatzmaterial mit dem Eigenblut anmischen, um sicherzustellen, dass es erstens einmal leichter in das Antrum einzubringen ist, weil das Blut eine Art Gleitmittel darstellt. Und andererseits wir natürlich die osteogene Potenz des Blutes uns zunutze machen wollen. Das Knochenersatzmaterial ist ja letztendlich nur ein Kühlkörper. So. Jetzt können wir gleich einmal schauen, welche Überraschung uns der Extraktionssiebus bietet. Soll ich den Haken wegtun? Nein, das passt schon. Ja. Also wie man sieht, ist hier der Knochen nicht in vollständiger Breite ausgeheilt. Ja. Aber es sollte zumindest ausreichend sein, um eine primär stabile Implantation durchführen zu können. Ja. Gerade mal so eben. Dann sehen wir hier auch interessanterweise, ja, ich will dort einmal hinsaugen, passt. Gut, aber zuerst, wie gesagt, bevor wir ans Implantieren gehen, erfolgt der Intralift. Wir gehen hier so vor, dass wir gemäß Protokoll beginnen einstweilen mit der Arbeitsspitze Nummer 1, das ist TKW1, das ist so eine Art Pilot-Trepan, mit der wird einfach nur die Position markiert. Und wir arbeiten, wenn wir einen sehr geringen Abstand zum Kieferhöhlenboden haben, beginnen wir oder arbeiten wir auch hier die ganze Zeit im Modus D2. Feintuning 3. Ja, also wir haben hier den ehemaligen Extraktionssitus, hier war die mesiale Stelle der Wurzelentfernung, hier war die distale Stelle und vom DVD wissen wir, dass genau in der Mitte der Kieferhöhlenboden seinen tiefsten Punkt erreicht. Ja. Wir setzen einfach den Diamanten an und beginnen dann mit leicht kreisenden Bewegungen ohne Druck eine Trepanation von 2 mm. Wichtig, wir haben hier eine Messeinteilung von der Spitze bis zum Beginn der ersten Messmarkierung haben wir 2 mm. Das ist genau der Betrag, den wir jetzt mit der primären Osteotomie zum Kieferhöhlenboden durchführen. Wie gesagt, mit leicht kreisenden Bewegungen. Können wir schon fortsetzen mit der Arbeitsspitze TKW2.
Wir gehen wieder in unsere primäre Osteotomie ein, die ist hier, setzen es wieder im gleichen Winkel an und gehen in diesem Fall wirklich ohne jedweden Druck zu erzeugen in die Tiefe. Und Sie sehen auch im Modus D2 schreitet die Trepanation sehr zügig voran. Ja? Und man kann durchaus die ersten Millimeter etwas aggressiver vorgehen, also mit etwas Druck arbeiten. Je näher wir der Kind den Kieferhöhlenboden kommen, umso geringer sollte dann der Druck werden. Also wir sind jetzt 2 mm drinnen. Laut Messung haben wir 2,9. Ja, also 2 mm sind erreicht. Wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung mit der Methode hat, weiß man auch, sobald man den Kieferhöhlenboden erreicht, spürt man einen etwas stärkeren Widerstand, weil wir dann schon die Kontakte des Kieferhöhlenbodens erreicht haben. Okay. Und zur weiteren Absicherung nimmt man einfach einen Spiegel, meiner ist leider Gottes nicht mehr von allererster Güte, und schaut ganz einfach nach. Ja. Hinten ausladen, jawohl. Ertrinken tun Sie mir nicht. Gut. Und jetzt können wir einen sogenannten unilateralen Valsalva-Test durchführen. Ich darf Sie bitten, durch die Nase einzuatmen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Kamera sieht, aber obwohl wir die Schleimhaut noch nicht abgelöst haben, sieht man ein leichtes Blockieren der Schleimhaut. Ja, also der Kieferhöhlenboden ist eröffnet, wir sehen ein leichtes Blockieren der Schleimhaut und das ist ein sogenannter indirekter Test. Bei 2,9 mm brauchen Sie den Test gar nicht, denn Sie sehen die Kieferhöhlenschleimhaut in ihrer völligen Intaktheit direkt mit dem Spiegel. Wenn der Sportkanal 5 bis 6 mm tief ist, dann brauchen Sie natürlich den indirekten Nachweis, weil bei 5-6 mm Bohrkanal ist es praktisch unmöglich, die Kieferhöhlenschleimhaut mit dem Spiegel zu inspizieren. Was macht man dann? Man nimmt ganz einfach, also dieser Bohrkanal füllt sich mit Blut, man macht den unilateralen Valsalva-Test und wenn diese kleine Blutsäule sich minimal bewegt, atemsynchron, ja, dann weiß man, Kieferhöhlenschleimhaut ist freigelegt. Warum mache ich einen unilateralen Valsalva-Test? Und zwar aus dem einfachen Grund, bei Frauen kann man ohne weiteres das beidseitig machen, so wie wir das gewohnt sind. Bei Männern besteht die Gefahr, vor allem bei wuchtigen Männern, die machen das dann so, dass sie wirklich wie beim Aufziehen von Nasensekreten das sehr ruckartig machen. Und dann wird so ein starker Unterdruck in der Kieferhöhle erzeugt, dass allein durch diese Aktion möglicherweise die Kieferhöhlenschleimhaut reißt. Deswegen immer unilateral, weil das andere Nasenloch sozusagen als Druckausgleich dient. So, genug der langen Vorreden. Jetzt erfolgt die Präparation der Passung für die Elevationstrompete. Das heißt, wir haben hier einen Diamanten mit einer flachen Oberfläche und das dient im Prinzip wie die Präparation eines Ventilsitzes in einem Motor. Ich setze das einfach an und ohne großartige Rotationsbewegungen durchzuführen, präpariere ich hier ganz einfach den Ventilsitz für die Trompete. Und zwar im Falle eines sehr niedrigen Kammes, wie es in diesem Fall vorliegt, maximal 1 mm. Wenn der Bohrkanal sehr tief ist, sprich 3, 4 mm, 5 mm, dann kann man durchaus auf 2 mm vorgehen.
meine Empfehlung ist auch, wenn Sie diese Methode das erste Mal durchführen, mit einem niedrigen Alveolarkamm zu beginnen, wenn alles sehr flott geht. Wie gesagt, mit einem niedrigen Alveolarkamm zu beginnen, also 2 bis 3 mm Maximum, weil ganz einfach die Prozedur wieder einmal wie alles in der Ultraschallchirurgie, weil für den Patienten nicht, aber für den Arzt äußerst langweilig ist. Und deswegen sollte der Zugang zum Kieferhöhlenboden sehr rasch erfolgen. Ich demonstriere jetzt nur ganz kurz, warum wir diese Ventilsitzpräparation gemacht haben. Die Spitze, die Trompete, ja, ist im Prinzip nichts anderes als ein Ventil. Hier spritzt das Wasser heraus. Bitte nicht erschrecken, es könnte jetzt... Da spritzt das Wasser heraus. Und mit dem wird ganz einfach die Schleimhaut hydrodynamisch abgelöst. Damit aber die Spitze wie ein Ventil präzise sitzt, ist die Spitze um 0,1 mm breiter als der letzte Diamant. Und das ist sozusagen der Ventilsitz zur Abdichtung, wie bei einem Motor. Wenn beim Motor der Ventilsitz undicht ist, dann kommt es zu einem Entweichen von Explosionsgasen in den Ansaugtrakt und der Motor verliert an Leistung. Und genau das Gleiche müssen wir auch hier vermeiden. Jetzt kommt ein Zwischenschritt, der Ihnen vielleicht ein wenig seltsam vorkommen mag, aber auf den muss ich persönlich bestehen, und zwar aus dem einfachen Grund. Wir nehmen hier irgendein, also in diesem Fall haben wir ein Gelastypt-Schwämmchen. Dieses Schwämmchen bringen wir in die Öffnung ein, natürlich so, dass wir jetzt mit einem Instrument nicht die Kieferhöhlenschleimhaut perforieren. Dass das auf Knochenniveau dann versenkt ist. Ja, und zwar hat das einen einfachen Grund. Wenn man jetzt im Überschwang der Tätigkeit vergisst, den Arbeitsmodus des Handstücks umzustellen, nämlich vom Modus D2 mit einer Förderrate von 70 ml auf Modus D3-3 mit einer Förderrate von 30 ml, dann können Sie mit diesem starken Wasserstrahl unter Umständen ein Loch in die Kieferhöhlenschleimhaut schießen. So ähnlich wie bei einem Kercher. Ja? Und aus diesem Grund setzt man immer regelmäßig ein Schwämmchen ein, um sicherzustellen, dass, wenn man vergisst umzustellen, der Wasserstrahl dispergiert. Ich zeige Ihnen das vielleicht ganz kurz vor. So, nehmen wir einen Wasserstrahl. Ich werde versuchen, Ihnen nicht ins Gesicht zu spritzen. Ja, also machen wir es vielleicht so, ja. Also das wäre, so, das wäre jetzt der Wasserstrahl mit 80, 90 ml. Habe ich ein Schwämmchen davor geschaltet, dann wird der Wasserstrahl etwas, dann wird der Wasserstrahl einfach abgeschwächt und es kann kein Loch gestanzt werden, gell? Denn die richtige Einstellung im Modus D3 erzeugt einen Wasserstrahl, der so ausschaut. Der ist wesentlich geringer. Also dieses Schwämmchen dient einfach der Sicherheit, um im Falle des Vergessens des Umschaltens durch den Chirurgen, oder aber es kann ja auch sein, dass die Assistenz auf einen der Fußpedalknöpfe steigt und daher ein Umschalten verursacht, das Sie gar nicht mitbekommen, schützt das Schwämmchen vor Perforationen.
So, jetzt wird, wie gesagt, die Trompete dicht auf den Ventilsitz aufgesetzt. Das Schwämmchen ist dazwischen. Man prüft jetzt, ob das wirklich dicht sitzt. Dann bringt man das Fußpedal in Position und dann beginnt man zu zählen. 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Wir haben jetzt bei einer Förderrate von 30 Milliliter pro Minute 2,5 Milliliter Kochsalzlösung unter die Kieferhöhlenschleimhaut eingespritzt. Das heißt, wir haben ein garantiertes Volumen von 2,5 Milliliter generiert. Das ist, um das in Relation zu setzen, ein Viertel des Kieferhöhlenvolumens des durchschnittlichen eines erwachsenen Menschen. Und wenn wir jetzt wieder den Valsalva-Test machen, bitte durch die Nase einatmen, ausatmen, sehen Sie, wie die Kieferhöhlenschleimhaut flottiert und wie das gesamte Wasser wieder zurückkommt. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein essentieller Bestandteil. Schauen Sie, dass das Wasser vollständig wieder zurückfließt. Dann haben Sie die Garantierung. Sie haben auch gesehen, es waren keine Luftbläschen dabei. Man sieht, dass die Kieferhöhlenschleimhaut wie ein Segel im Wind flottiert. Und es mag Sie jetzt erschrecken, weil es ganz schwarz ausschaut, aber sie kommt immer wieder zurück. Gut, das war im Prinzip jetzt die Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut. Der Sinuslift, die Operation Sinuslift ist beendet. Das haben wir jetzt beschrieben, den Winkel hat er im Monitor gestanden. Oder saugen kann ich. Und da unten den Opfergeld. Okay, jetzt bitte einatmen. Ausatmen. Einatmen. Sieht man das jetzt? Ja, sicher. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Hat man das jetzt wirklich gesehen? So, damit wir jetzt allerdings das Befüllen des Antrums etwas beschleunigen, müssen wir natürlich den Zugang zum Kieferhöhlenboden etwas erweitern, sonst dauert das Stopfen von dem Knochenersatzmaterial eine Ewigkeit und 3 Tage. Also was jetzt kommt, ist lediglich eine Erweiterung des Zugangskanals. Aber bitte, das macht man auch vorsichtig. Ja? Modus D2 und ohne Druck. Die Kieferhöhlenschleimhaut ist zwar schon vollständig abgelöst, aber wenn man jetzt sozusagen mit der Arbeitsspitze komplett in die Kieferhöhle hineinfallen sollte, dann besteht natürlich nach wie vor das Risiko, dass es zu einer Perforation der Schleimhaut geht. Das ist aber dann definitiv eine iatrogene Ursache. Also bitte. Dann müsst ihr abbrechen. Naja, dann sollte man eigentlich abbrechen und sich ganz kräftig in den Hintern beißen, weil einfach wegen 1-2 Minuten vorsichtiger Tätigkeit ein so tolles Operationsergebnis mehr oder weniger in den Sand zu setzen. Ja, wobei man hier durchaus diese zirkulären Bewegungen durchführen kann. So, dann kann man schon Calcios vorbereiten. Das Schlimme bei der Ultraschallchirurgie ist, sie ist so unspektakulär, dass natürlich jedwede Tätigkeit ganz einfach schier endlos erscheint. Nur, wenn Sie auf die Uhr schauen, objektiv gesehen, haben wir für die ganze Aktion 12 Minuten 30 Sekunden benötigt. So, jetzt nehmen wir einfach in diesem Fall Calcios.
wir haben ja ein bisschen Blut vom Patienten erhalten, dann nehmen wir vielleicht auch noch das Nepazidin. Nachdem. Nein, das mache ich direkt mit. Den Rest können wir uns dann ein bisschen mit Kochsalzlösung befeuchten. Das Ganze wird jetzt noch etwas durchgemischt. Wie gesagt, ein bisschen Blut wäre, ein bisschen mehr Blut wäre natürlich gut gewesen, aber der Patient war hier doch ein bisschen geizig. So, der Überschuss wird abgesaugt und dann darf ich empfehlen, bevor Sie mühselig mit irgendwelchen Handstopfgeräten arbeiten, nehmen Sie einfach eine metallene, sterile Amalgampistole mit einem relativ großen Volumen, ja, und dann einfach im Eilzugstempo aufnehmen und dann einfach am Loch ansetzen und hineindrücken. Ja. Wenn Sie mehrere Assistentinnen zur Verfügung haben und mehrere Amalgamspritzen, können Sie die Assistentinnen in Reihe und Glied aufstehen lassen und lassen Sie sich dann einfach eine Spritze nach der anderen reichen. Ich mache das eigentlich immer selber, weil auch wenn wir jede Woche sicher 4 bis 5 Intralifts durchführen, so zahlt sich deswegen die Beschäftigung einer zusätzlichen Assistentin nicht aus, weil letztendlich müssen wir das dann betriebswirtschaftlich auf den Preis für den Intralift umlegen. Um jetzt auch die Zeit des Stopfens, die natürlich etwas langweilig ist, zu verkürzen, ein paar Erklärungen. Selbstverständlich ist es möglich. Also meine Empfehlung, den Intralift, das Abheben der Kieferhöhlenschleimhaut, streng nach diesem Protokoll durchführen. Ob Sie jetzt dann möglicherweise ein zweites Loch präparieren, um über ein zweites Loch Knochenersatzmaterial einzubringen, das bleibt Ihrer Fantasie und Ihren Wünschen überlassen. Das Wesen des Interlifts besteht darin, einen Zugang zum Kieferhöhlenboden zu präparieren mit dem Höchstmaß an Sicherheit vor einer Perforation, was eben durch diamantierte Ultraschallinstrumente gelingt und die Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut durch den hydrodynamischen Kavitationseffekt. Damit ist die Aufgabe des Intralifts als System und als Operationstechnik beendet. Alles Weitere, ob Sie implantieren, was Sie implantieren, wie lange Sie dann zuwarten, ja, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Operationsprotokoll des Intralifts zu tun. Hier setzt dann wieder Ihre implantologische Perspektive ein. Intralift ist Ablösen der Kieferhöhlenschleimhaut mittels hydrodynamischem Kavitationseffekt, nicht mehr und nicht weniger. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, wir werden das dann anschließend in DVD sehen, werden wir hier einen sehr substanziellen Sinuslift durchgeführt haben. Das heißt, es gelingt, über einen einzelnen 3 mm durchmessenden Zugang praktisch den gesamten Sinusboden von mesial, paranasal bis distal in die Retromolarenregion zu augmentieren. Und in vielen Fällen erlaubt ja ein extrem geringes Knochenangebot, also eine extrem geringe Knochenhöhe, keine simultane Implantatinsertion. Jedenfalls haben Sie hier die Möglichkeit, über einen minimalinvasiven Zugang eines Schleimhautläppchens von 6x6, 7x7, 8x8 mm tatsächlich den gesamten Sinusboden von vorn bis hinten zu elevieren. Ich werde Ihnen das dann auch am Nachmittag anhand von zahlreichen Fällen demonstrieren, dass das nicht nur eine mehr, sondern gelebte Realität ist. Die Frage Stanzen, also einfach eine Gewebestanze machen, wird auch unweigerlich kommen. Selbstverständlich kann man stanzen, wenn man weiß, dass man
simultan ein Implantat inserieren wird, das offen einheilt. Aus dem einfachen Grund, weil man wäre genug Knochen da, das beim Implantat auch so gemacht hätte. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn man nicht vorhat zu implantieren, dann ist natürlich eine Gewebestanze biologisch dem Läppchen eindeutig unterlegen. Denn sobald ich das Mukoperiost ausstanze und in steriler Kochsalzlösung ablege, habe ich schlicht und ergreifend totes Gewebe. Das ist nichts anderes als ein freies Schleimhauttransplantat, das sekundär epithelisiert und so weiter und so fort. Habe ich dagegen ein Mukoperiostläppchen, ein kleines, mit 6x6, 7x7, 8x8 mm, je nach persönlicher Befindlichkeit, dann handelt es sich um vitales, osteoinduktives Periost. Warum ich die Wichtigkeit des Periosts so betone, werde ich heute am Nachmittag ganz kurz die Literaturstellen präsentieren, auf Basis derer Sie alle späteren Überlegungen für Ihr chirurgisches Handeln setzen sollten. Denn das Periost ist letztendlich der Träger der Knochenregeneration. Man muss dazu sagen, warum verwenden wir hier kein EasyGraft? Die Frau Barbara Friedrich, die Perle der Firma Degradable Sunstar, sitzt zwar draußen und schaut zu und wird das mit Missfallen hören, aber es geht hier lediglich um eine Kostenabwägung. Wenn die Kieferhöhlenschleimhaut nicht perforiert ist, wozu brauche ich ein teureres Material, das selbst aushärtet? Stattdessen nehme ich doch einfach das wesentlich kostengünstigere Calcios. Denn Calcios ist nichts anderes als EasyGraft, aber ohne Polylactid-Membranschichtung. Das härtet nicht aus, denn ich brauche in dieser Indikationsstellung bei nicht perforierter Schleimhaut brauche ich keine Aushärtung in situ. Ja? Weil die Kieferhöhlenschleimhaut ist sozusagen die Positionsgeberin für das Augmentat. Nur im Falle, man zum Beispiel einen offenen Sinuslift mit lateralem Zugang macht oder aber einen Intralift es doch schafft, eine Perforation zu verursachen, dann muss man wiederum EasyGraft nehmen, wenn EasyGraft der einzige Garant ist, dass wir hier die Perforation zuverlässig abdichten, dass uns das Augmentat nicht irgendwo ungeplant in den Sinus maxillaris verrutscht. Und die Polylactidmembran natürlich auch wiederum die sekundäre Epithelisation der Kieferhöhlenschleimhaut über das Augmentat garantiert. So, und wir dürfen jetzt natürlich vor lauter Plauderei auch nicht vergessen, dass wir ja hier simultan Implantate inserieren wollen. Das heißt, wenn ich jetzt die Augmentation so weit voranschreiten lasse, dass ich das subantrale Volumen prall gefüllt habe, und dann schraube ich noch ein Implantat dazu, dann wird mir das Implantat, das Knochenersatzmaterial, in dem Fall Calcios, verdrängen und es wird dann wie ein überspannter Luftballon die Schleimhaut trotzdem reißen. Das heißt, wenn eine simultane Implantatinsertion erfolgt, dann darf auf keinen Fall das Antrum überstopft bzw. prall gestopft sein. Wir brauchen noch ein bisschen Volumen für die Implantate, die dann folgen werden. Wir haben jetzt hier eine Portion Calcios 2,5 Milliliter. Das heißt, wir haben jetzt in etwa die Hälfte appliziert, 1,2 Milliliter. Wir wissen, dass wir subantral ein Volumen von 2,5 Milliliter geliftet haben. Wie komme ich auf diese Zahl? Das Piezotom war auf eine Förderrate von 30 Milliliter pro Minute eingestellt. Ich habe 5 Sekunden lang bei dieser Flussrate Wasser unter die Schleimhaut gepumpt, ergibt 2,5 Milliliter. Ja? Habe ich jetzt 2,5 Milliliter Calcios, stopfe es voll, ist der Kieferhöhlenboden voll. Ich nehme circa 30-40% weniger und habe damit noch etwas Volumen für meine Implantate, die ich dann einsetzen werde.
So. Als nächstes machen wir dann die Pilotbohrung in der Position des Zahnes 1,5. Wir sehen, dass hier die Knochenheilung noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Ja, ich fürchte, die Leute laufen. Okay. Wir schauen jetzt ganz einfach auch vorsichtshalber nach, ob wir schon möglicherweise mit der Primärbohrung in den Bereich des Kieferhöhlenbodens kommen. Das können wir auch wieder ganz vorsichtig mit einer Knopfsonde machen. Wobei, auch hier könnten wir den Valsalva-Test machen, einmal einatmen. Ja, und wir sehen, hier in dem Bereich haben wir schon den Kieferhöhlenboden erreicht. Das heißt, wir werden hier auch... So, wir machen dann distal die Bohrung. Ja, auch hier ist natürlich der Kieferhöhlenboden. Wir können das gleich wieder kontrollieren, wieder einatmen, ja, und ausatmen. Ja. Aber wir sehen, dass auch hier wieder die Fluktuation der Kieferhöhlensteinhaut stattfindet, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass hier eine Perforation stattfindet. Wie man sieht, spielt es jetzt natürlich ein bisschen aus dem Knochenersatzmaterial aus, aber nach der nächsten Bohrung werden wir dann über die 3,8 und dann schauen wir, wie wir Schrauben dann in die 3,8 anknüpfen können. Weil der Knochen ist, also muss ich ehrlich sagen, nicht sehr begeisternd. Wir haben jetzt natürlich durch die Bohrung ein klein wenig von dem Knochenersatzmaterial verloren. Das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen was nachstopfen. Weil wir ganz einfach auch wollen, dass um die Implantate herum natürlich das Knochenersatzmaterial schön aufgeschichtet ist. So, wir geben da jeweils ca. 3 bis 4 kleine Portionen noch dazu. Wir könnten sie aber maschinell einsetzen. Ja.
Okay. So, wir beginnen jetzt einmal mit dem Distalimplantat. Das hat eine Länge von 11 mm. Wir haben nur 3,8 gebohrt, weil wie gesagt, der Knochen ist äußerst schwach. Das ist eine Situation circa vier Wochen oder vier Monate? Vier Wochen nach Extraktion. Und das ist jetzt schon a little bit critical. Was sagst du? Ach so, hier ist es noch. Das nimmt. Nehmen wir vielleicht den Operget weg, weil den jetzt noch einmal hineinzufudeln ist ein bisschen mühsam. Ja, okay. So, hier haben wir natürlich extrem untermaßig gebohrt, und zwar aus dem einfachen Grund, um tatsächlich die notwendige Primärstabilität für das Implantat zu bekommen, weil die Knochenhöhe von knapp 2 mm realiter ist doch etwas wenig. Aber wie man sieht, haben wir doch, wenn wir untermaßig bohren, durchaus eine suffiziente Primärstabilität, sodass uns das Implantat in der Einheilphase nicht irgendwo wegkippt. In dem Fall lasse ich natürlich das Implantat tendenziell suprakristall, also nicht exakt mit Kristall im Abschluss. So. Bis dahin müssen wir einfach darauf hoffen, dass die Kieferhöhlenschleimhaut an keiner Stelle so stark vernarbt ist, dass diese Vernarbung ein Hindernis bei der Ablösung darstellt. Das sind dann die Stellen, wo unter Umständen die Kieferhöhlenschleimhaut durchaus einreißen kann. Das liegt aber dann... Das liegt dann definitiv nicht an dem Chirurgen, sondern das liegt ganz einfach an der lokalen Anatomie. Und das werden wir leider Gottes erst dann das Problem beheben können, wenn wir tatsächlich in der Lage sind. So, da werden wir aber dann eine bukale Augmentation durchführen mit ein bisschen EasyGraft 015. Das lässt sich einfach so abziehen. Okay. So, jetzt kommen die Verschlussschreibchen noch drauf. Wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben mit meinen Schilderungen? Bei der Diagnose. Ja, bei der Diagnose. Es geht wie gesagt darum, dass eine große Unbekannte bei dem ganzen Prozedere natürlich die Kieferhöhlenschleimhaut selber ist und wir einfach darauf hoffen müssen, dass die nicht an irgendeiner Stelle so vernarbt ist, dass es sich dort nicht abhebt. Gleich weiter muss ich darauf verweisen, für mich war bis vor 2 Jahren eine Kieferhöhlenschleimhautverdickung im Antrumbereich von mehr als 3 mm ein absolutes No-Go für Sinuslicht-Elevationen, wurde dann
jetzt vielleicht einmal kurz mit dem Haken da herausgehen, einfach nur direkt, ja, und einfach nur direkt in die Wange, genau. Dass man da doch etwas kritischer mit der Sache umgeht. So, wir applizieren jetzt hier eine kleine Portion Easygraft Crystal 015. Sie sehen, wir haben aus dem vorherigen Überschuss gelernt. Wir wollen nicht Material verschwenden, auch wenn das die Frau Friedrich sehr freuen würde. Immer die richtige Menge für die richtige Indikation. Einfach um hier eine langanhaltende, stabile, bukale Abdeckung des Implantathalses zu erzielen. So 2 mm Breite wäre der Idealzustand. Und das ist auch der Grund, warum ich Easygraft Crystal hier bevorzuge, eindeutig, weil es im Zug des Remodelings und der Resorption des Beta-Decalcium-Phosphat-Anteiles zu keiner Volumensresorption kommt. So, schauen wir uns noch das abschließende Ergebnis an. Wir haben hier und hier die jeweils primär stabilen Implantate eingesetzt. Wir haben hier eine doch substanzielle Verbreiterung im Sinne einer Auflagungsplastik mit Easygraft Crystal durchgeführt und werden das Ganze jetzt dicht vernähen. Wir werden natürlich eine leichte Dehiszenz hier im Bereich der Gaumenschleimhaut haben. Was wir hier durchaus machen können, wir können im Prinzip, nachdem wir hier eine extrem derbe Kieferhöhlenschleimhaut, die auch relativ dick ist, finden, können wir durchaus hier, weil das ist letztendlich kein Periost, sondern das ist im Prinzip schon fibröses Gewebe, können wir auch hier wieder dieses fibröse Gewebe entsprechend vorsichtig schlitzen. Sollte durch vorangegangene Aktionen mit der Skalpellklinge das Skalpell schon etwas stumpf sein, dann kann man dafür durchaus auch eine neue Skalpellklinge einsetzen. Man sollte natürlich bei der Gelegenheit natürlich den Schleimhautlappen natürlich nicht durchschneiden. So, na, jetzt lässt sich das an und wieder schön adaptieren. So. Na, so, wann haben wir mit der OP begonnen? Dann nehmen wir 4 Minuten. Der Grund, warum wir hier mit einer Nahtstärke von 4.0 arbeiten oder 5.0, liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Derbheit der Gaumenschleimhaut ganz sicher die zarten Nadeln einer 6.0 Naht verbiegen wird. Und bevor man sich da endlos ärgert, nehmen wir doch lieber ein etwas stärkeres Nahtmaterial. Tut schon irgendwas weh? Ja. Auch hier können wir wieder eine fortlaufende Naht machen. Den überstehenden Faden schneiden wir gleich ab, damit er uns dann den weiteren nämlich ins Gehege kommt.
Und jetzt kann man vielleicht auch erahnen, warum ich die Schnittführung so gewählt habe und nicht anders, denn der kritische Bereich, sprich Implantatköpfe, allfällige bukale Augmentationsareale, sind jetzt ganz einfach wiederum vom unverletzten Periost bedeckt. Und die Nahtversorgung erfolgt an der Stelle, wo rein chirurgisch überhaupt nichts geschehen ist. In kurzen Worten, die sozusagen der mögliche Misserfolg einer Operation durch unvorhergesehene Ereignisse kann unter Umständen schon durch die falsche Schnittführung gelegt werden. Ja? Ich überlege mir vor jeder Operation, wo ich möglicherweise im Verlauf der Operation Problemstellen haben könnte, und wo ich definitiv nicht will, dass dann dort meine Nahtversorgung zum Liegen kommt. Das heißt, die Schnittführung sollte immer so erfolgen, dass mögliche oder potenzielle Problemgebiete weit außerhalb der eigentlichen Schnittführung zu liegen kommen. Wenn es dann nicht eintritt, der schlimmste Fall, ja, dann hat man sich möglicherweise ein bisschen, wie wir da jetzt sehen, mit der Schnittführung beim Nähen einen Zeitverlust von ein paar Minuten angetan. Aber das ist mir ganz einfach die Sicherheit für die Gesamt-OP und für ein erfolgreiches Gesamtresultat ist mir das ganz einfach wert. Und auch hier wieder, wie gesagt, es ging hier um einen eher komplexen Eingriff. Der Standard-Ultralift für die Augmentation des gesamten Kieferhöhlenbodens sollte nach Möglichkeit getrennt von der Implantatinsertion erfolgen. Man hat damit die Möglichkeit, nach 6 Monaten standardmäßig zu implantieren und im Zuge des Implantierens schon die Qualität des sich bildenden Knochens im Antrum zu erfahren, ganz einfach, indem man hineinbohrt. Deswegen implantiere ich nach Möglichkeit, wenn es nicht wie in diesem Fall um ein klein umschriebenes Areal geht, sondern tatsächlich über eine Gesamtsinusbodenaugmentation praktisch nie simultan. Einfach, weil ich dann damit die Möglichkeit habe, nach 6 Monaten durch einfaches Anbohren des Sinusbodens bzw. des Augmentats festzustellen, wie gut bereits die Reossifikation oder die Knochenbildung erfolgt ist. Das ist zwar manchmal für den Patienten enttäuschend, wenn er natürlich dann einen zweiten chirurgischen Eingriff vor sich hat mit allen Konsequenzen, also sprich Lokalanästhesie, möglicherweise nachher doch Schmerzen und Schwellung, aber es erhöht schlicht und ergreifend insgesamt die Behandlungssicherheit.